Ja, hallo, liebe Modellbaufreunde. Ich bin ja gerade an der Corvette an mehreren Baustellen gleichzeitig dran sozusagen. Ich bin gerade dabei, die seitlichen Decals am Heckflügel anzubringen. Der obere ist schon drauf und die seitlichen liegen gerade im Wasser. Dann habe ich hier Also ich habe hier jetzt mit dem Chassis mal angefangen, also dem Unterboden. Die Bremsscheiben sind eingeklebt und lackiert. Dann habe ich mit dem süßen Motörchen, das ist auch schon drin, das habe ich auch fertig. Ja. Ich hoffe, man sieht es hier die Front weiter weg vielleicht. So. Vorne der Riementrieb und hier oben halt die schönen Ventildeckelchen mit dem Corvette-Logo. Wird man wahrscheinlich nachher nur noch wenig von sehen, weil da noch zwei Teile vom Ansaugtrakt drüber kommen. Aber egal, ja, hier sieht man ein paar Fingerpatscher von mir, ist aber relativ latte, weil da nachher sowieso hier die Innenraumwanne drüber geklebt wird. Die habe ich auch schon mal grundiert, so wie einige andere Teile. Ja, ach ja, an der Karosserie habe ich die Rückleuchten fertig. Die sind auch schon dran. Und ja, die Felgen auch soweit, naja, fertig nicht. Da muss hier in der Mitte das Silberne an der Radnabe noch gemacht werden, diese Mutter. Und der Klarlack muss noch eine Weile trocknen, bevor ich hier die Gummireifen aufziehen kann. Und da kommen dann ja auch noch Decals drauf. Jo, dann schauen wir jetzt mal, wie weit hier die Decals sind für den Heckflügel. Das mache ich noch mit euch zusammen. Upsi. Fast soweit. Kommt jetzt gleich noch ein bisschen Weichmacher drauf. Eine Seite. Das ist relativ easy hier zu machen. Ups, doch nicht. Da bleibt es am Daumen kleben. Ja, merke, Decals bleiben nie an der Stelle, wo sie sein sollen. Entweder bleiben sie am Finger kleben oder verschwinden ganz oder zerbröseln. Alte Modellbauerweisheit. Ja, ist leider meistens so. So, wo ist meine Pinzette? Das korrigieren wir hier nochmal. Na komm. Ah. So. Bisschen. Ja, da ist es schon wieder verrutscht. Was ist denn los? Bisschen Weichmacher drauf. Lassen wir ein bisschen einziehen. Dann können wir auch noch ein bisschen korrigieren, je nachdem. Das gefällt mir immer noch nicht hier. Also.
Jetzt hat aber, ja. Lassen wir gerade erstmal ein bisschen liegen. Hier unten, also Unterseite des Heckflügels, sollte normalerweise auch noch so ein Carbon-Dikel drauf. Das lasse ich allerdings weg, weil es ist eh kaum zu sehen, meiner Meinung nach, wenn der nach hinten drauf ist. Ja, man kann es machen. Also ich verzichte drauf. Na komm, bleib doch drauf jetzt. Was ist denn los? Was ist los heute? So, stellen die mal da so ab. Ja, viele widmen sich sehr detailliert dem Innenraum. Man kann jetzt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was das sein soll, da kommt so eine Art Behälter kommt da rein, wo weiß der Geier, was durchfließt. Ich kenne mich da auch nicht so gut, genau aus. Manche haben sich, da habe ich ein paar Videos zu gesehen, die Mühe gemacht, hier noch Schläuche verlegt und ja, also Anschnallgurte als Foto-Ads-Teile. Ich widme dem Innenraum meistens nicht so viel Zeit, also gebe mir da nicht so die Mühe. Ja, man verzeiht es mir, aber man sieht hinterher eh nicht mehr so viel davon. Deswegen halte ich das ziemlich schlicht, außer jetzt hier, was zur Innenraumwanne gehört. Vorne der Ladeluftkühler, da werde ich mich noch ein bisschen mehr zuwenden, ein bisschen detaillierter, weil man auch hier die Vorderseite ja nachher sehen kann. Das werde ich noch machen. Jo. So soll es sein. Ja, wie gesagt, ich bin hier gerade an mehreren Baustellen gleichzeitig dran an dem Modell. Und im Prinzip ja, der komplette Innenraum muss noch gemacht werden. Der Überrollkäfig habe ich ja auch schon mal vorgrundiert. Kommt auch noch rein. Ein paar Teile vom Motor, Heckdiffusor etc. pp. Ja, mal schauen, ob ich noch einen weiteren Baubericht mache oder auch nicht. Oder wir dann das fertige Modell sehen. Bis dahin sage ich einfach mal wieder, macht's gut, bleibt weiterhin gesund. Ciao, ciao.